am Anfang, wo ich die Noten bekommen habe, ich habe ein bisschen Schock bekommen, weil das ist so komplex geschrieben. Und zuerst, ich habe ohne Instrument einfach nur gelesen und gezählt. Und dann, ich habe das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und seit dem Punkt, es hat mir angefangen, seine Musik zu gefallen. Und ich kann jetzt sagen, ich habe das wirklich sehr gerne. Ich möchte wirklich nichts gegen zeitgenössische Komponisten sagen, aber oft, das versteht man nur mit dem Hirn, nicht mit der Seele. Meiner Meinung nach, bei einer Musik oder einer Kunst, am Anfang, es muss immer ein emotioneller Hintergrund sein. Der Komponist für mich muss zuerst versuchen, eine emotionelle Botschaft an die Leute schicken und dann dazu eine Technik finden. Bei der Musik von Matthias Pintscher, ich spüre das. Ich staune wirklich, dass er eine Technik gefunden hat, dass sogar diese kleinen, feinen Sachen auszudrücken.